io perché Paola fa un lavoro grandissimo, che fa è bellissimo, grazie. Ma non è tutto mio. Ah, secondo me è stato un bel discorso e anche se mi faccio un po' concorrenza per me stesso, posso consigliare questi libri di quel tizio perché sono ricercati benissimo. Lui non sono cartoline colorate, sbiadite, lui descrive la vita quotidiana in tutto il colore, è come un film in Dolby Surround. Procediamo con Wolfgang. Ok. Der zweite Autor, den wir heute eingeladen haben, Wolfgang Salomon, ist, glaube ich, in Triest und auch darüber hinaus kein Unbekannter oder schon lange kein Unbekannter mehr. Ich muss sagen, ich habe den Wolfgang erst letztes Jahr kennengelernt, genau bei dieser Veranstaltung. Ich kannte ihn aber schon länger, weil wahrscheinlich ist es mir wie vielen seiner Fans so gegangen. Ich habe einige seiner Bücher gehabt und vor allem mich hat sehr auch für meine Arbeit, für meine Bücher inspiriert, Triest abseits der Pfade. Anche questo autore non è sicuramente un novellino della scrittura, della letteratura. Io l'ho conosciuto personalmente l'anno scorso in occasione proprio di questa manifestazione, però lo conoscevo già in realtà da anni come autore. Und kann auch Werbung machen, es gibt auch Bücher, natürlich einen Namen, nicht nur in Österreich, sondern vor allem auch in Deutschland, hat er sich mit seinen wirklich wunderschönen Venedigführern gemacht, Wintertage in der Serenissima. Jetzt ganz neu ist gekommen, dein Gastroführer über Venedig. Ja. Wir beschränken uns aber heute auf Triest. Wolfgang Salomon ha scritto libri su Venezia, giorni d'inverno a Venezia e recentemente, più recentemente è stato pubblicato Venise in Venedig, cioè Godersi la vita a Venezia, che è già nella top 10 dei libri più venduti in Austria. Però oggi ci occuperemo esclusivamente di questo. Du hast das Buch eh mitgenommen. Natürlich stellt sich auch für uns die Frage, die ich vorhin schon dem Günther stellen durfte, warum hast du Triest für dich gewählt? Also zuerst mal recht herzlichen Dank, dass ich heute wieder hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung und danke für die zahlreichen Anwesenden. Allora, il libro di cui ci parlerà Wolfgang Salomon oggi è Trieste al di fuori dei sentieri battuti, quindi una guida sulla Trieste insolita. Ringrazio questo numeroso pubblico per essere qui stasera ed è particolarmente felice e riconoscente di essere stato invitato a questa manifestazione. Also warum Triest? Wir und Triest, also ich musste dem Kollegen widersprechen, der gesagt hat, über eine Geliebte spricht man nicht. Ich habe von Babybeinen an, also bevor ich noch gehen habe können, Triest lieben gelernt und ich schreie eigentlich meine Liebe zu Triest raus. Allora, devo per cominciare contraddire il collega che aveva detto della propria amata non si parla, e invece il mio atteggiamento è diametralmente opposto. Io amo Trieste e parlo della mia amata. Im Gegensatz zu Christian und Günther schreibe ich keine Romane, ich schreibe Miniaturen von alltäglichen Begegnungen. A differenza di Christian e di Gunther, io non scrivo romanzi, ma scrivo delle miniature di incontri quotidiani. Ich gehe zum Beispiel auf der Pagola spazieren und beschreibe den Tag auf der Pagola, wie man auch zum Beispiel in der Riviera San Saba oder in der Volga di Bassowitza oder auf einem Soldatenfriedhof, österreichisch-ungarischer Soldatenfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg, und beschreibe dort die Begegnungen mit den Menschen, die ich dort treffe, beziehungsweise die Stimmungen. Io per esempio vado a Barcola, osservo l'atmosfera, le persone che sono presenti,
vado alla Risiera di San Saba o alla Foiba di Basovizza o a un cimitero militare austro-ungarico e lì parlo con le persone e poi descrivo soprattutto le atmosfere che ho percepito. Beschreibe nicht nur diese Stimmungen, in diesem Buch sind es nur Schwarz-Weiß-Bilder, aber ich fotografiere auch diese Dinge und bei meinen Lesungen sind meistens Slideshows mit der passenden Musik, weil für mich auch die Musik für diese ganzen Stimmungen extrem wichtig ist. Per lo più ci sono, io faccio anche le foto per i miei libri, sono per lo più foto in bianco e nero, però un elemento essenziale è dato dalla musica e con un sottofondo musicale sempre presente. Das Buch, das Sie hier sehen, das ist mittlerweile 10 Jahre alt. Jetzt fragt man sich natürlich, warum sitze ich heute hier mit einem 10 Jahre alten Buch? Ich habe Dresden damals aus dieser Zeit beschrieben, es haben sich in den letzten 10 Jahren sehr viele Dinge getan in Dresden. C'è questo libro che presento, di cui sto parlando, ha già 10 anni. Quindi ci si potrebbe domandare come mai parlo di un libro che ormai ha 10 anni e in realtà sono successe tantissime cose a Trieste in questi ultimi 10 anni. Ich bin heute hier und die nächsten Tage noch hier, weil dieses Buch mittlerweile in die 7. Auflage geht. Also es verkauft sich nach wie vor noch sehr gut. Ich muss nur diverse Dinge überarbeiten und ich bin gerade dabei, 4 neue Kapitel anzufügen. Siamo arrivati ormai con questo libro alla 7ª edizione. Il libro va rielaborato, però, e sono qui anche per aggiungere 4 nuovi capitoli al libro. Eines davon ist zum Beispiel, ich war heute bei dem Ex-Manicomio in Parco San Giuliano. Ich werde übermorgen von Muggia zu Fuß über den Cimitero Sant'Anna bis zur Stadt wieder retour gehen. Ich werde diverse Viertel wieder neu besuchen, beziehungsweise Viertel besuchen, die ich noch nicht so kenne, um genau diese Stimmungen und Eindrücke dann wieder festzuhalten, sowohl im Bild als auch im Schrift. Per esempio oggi ero nel Parco del Manicomio, dell'ex Manicomio di San Giovanni. Poi andrò a Muggia, salirò sul Monte San Michele e andrò al cimitero di Sant'Anna e lo scopo anche di questi miei giorni a Trieste sarà di fissare queste nuove impressioni su carta. Gleichzeitig arbeite ich an einem neuen Projekt über Trieste und ich habe verschiedene Personen interviewt, unter anderem war ich eingeladen bei Paolo Rumis eben und der erzählt zur aktuellen Weltlage, zur aktuellen Weltpolitik. Paolo Rumis, ein Schriftsteller, den ich sehr verehre und ich habe noch 2 Termine diese Woche, also in der kommenden Woche, aber ich verrate noch nichts, solange diese Interviews noch nicht durchgeführt sind. Allo stesso tempo sto lavorando anche ad un nuovo progetto, quindi si tratterà di incontri con personaggi, tra i quali Paolo Rumbitz, che è una persona che io personalmente venero, però non vorrei rivelare troppo su questo prossimo progetto. Zusätzlich zu meinen Schreibereien und Fotografierereien habe ich 17 Jahre in Wien eine kleine Osteria gehabt mit Cucina Veneziana und Cucina Triestina, wo ich selber gekocht habe und selber Wein importiert habe. Und ich bin gerade dabei, ein Kompendium zu verfassen mit den aktuellen Lokalen, die es momentan in Dresden gibt und in Erneuerungen. Un altro mio interesse, che è stata una mia attività per 17 anni, è stato occuparmi di un locale, di un piccolo locale a Vienna che proponeva la cucina veneziana e la cucina triestina. Quindi visto questo mio interesse anche per la gastronomia, io tra l'altro importavo io stesso i vini che proponevo, la mia idea è anche di offrire un compendio di quanto si trova gastronomicamente ed enologicamente a Trieste. Zusätzlich wird es noch ein Kapitel geben, wo ich den Kollegen Christian Klinger, der wie bereits gesagt hat, wir haben uns vorher sehr kennengelernt und es hat sich wirklich eine innige Freundschaft entwickelt. Und Christian wird mir in den nächsten Tagen sein Haus zeigen. Christian wohnte teilweise in Dresden, teilweise in Wien und er wird mich dann zu seinen Lieblingsplätzen führen und das wird in diesem Buch dann auch nachzulesen sein. Un altro elemento molto importante è l'amicizia appunto nata l'anno scorso
in occasione di questa manifestazione con Christian Klinger. Christian è ormai un mezzo triestino, nel senso che vive parte a Vienna e parte a Trieste, e Christian mi porta, mi conduce nei suoi luoghi del cuore a Trieste, quindi ci sarà anche indirettamente qualcosa di lui nel mio prossimo libro. Und mit meinem Hang zum Morbiden, wie gesagt, ich gehe sehr gerne auf Friedhöfen, ich bin in Ex-Manicomi unterwegs, ich besuche auch gerne Lost Places, habe ich natürlich noch jemand anderen, der sich erboten hat, mich über den Jimmy Garris St. Anna zu führen, und das ist Baumler. Gente dal cimitero, questo l'ho detto io, non l'ha detto lui. Allora, ecco appunto una delle passeggiate che abbiamo in progetto nei prossimi giorni sarà proprio una passeggiata nel cimitero di Sant'Anna, e quindi forse anche lui entrerà a far parte del nostro club dei necrosofi, come li chiamo io. Zuletzt möchte ich noch sagen, also wenn mich in den nächsten Tagen jemand in einer Osterie, in einem Restaurant oder in einem Buffet sieht, es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit drinnen stehe und Wein trinke und esse, es ist harte Arbeit. Das wird mit Hüftgold belohnt, wie gesagt. Das Ergebnis wird sich wahrscheinlich dann nächstes Jahr zeigen. Vielen Dank. Quindi se nei prossimi giorni mi vedete costantemente seduto in qualche ristorante, in qualche trattoria, in qualche osteria, non è perché si tratti di semplicemente di essere avvinazzati, ma perché si tratta veramente di duro lavoro. E troveremo questo duro lavoro nel prossimo libro. Grazie, tanto. Mi posso ganz kurz etwas dazu sagen, vorrei anche aggiungere dopo questo discorso una piccola cosa. Wolfgang hat gesagt, er ist kein Schriftsteller. Lui ha detto che non è uno scrittore. Ma das stimmt nicht, non è giusto, perché lui descrive anche benissimo, er versteht auch sehr gut, e lui racconta piccole storie, erzählt kleine Geschichten, come aneddoti. Anche le sue guide turistiche, also auch wenn das Reiseführer sind, sie sind sehr unterhaltsam, sono molto divertenti. E non è facile viaggiare con quel tipo di cuoco nella stessa macchina se hai fame, perché ha raccontato tutto il viaggio, i piatti che ha cucinato sulla osteria, e mi è venuto un grandissimo fame. Also wenn man mit ihm reist und erzählt die ganze Zeit, was er gekocht hat und wie er das macht, es ist teuflisch. Sie bekommen so einen Hunger. Forse Riccardo Cepag sentirà risuonare qualcosa di noto, perché anche Joyce aveva questa grande passione per la gastronomia. E faceva questi lunghi elenchi di cibo. Sul versante liquido. Darf ich gestellt, Wolfgang, ich hoffe, ich setze mich nicht in die Netzung, weil es mir gerade eingefallen ist, wenn man da sieht, gibt es irgendwelche Überlegungen, deine Bücher, zum Beispiel das Triest-Buch in Italienisch rauszubringen, weil ich liebe dich auch, aber die Bücher noch viel mehr, die sind so wunderbar geschrieben, und ich finde, es sollte vielleicht das solo italienisch sprechende Publikum, und soll das nicht vorenthalten werden. Aber wie gesagt, setz mich, glaube ich, in die Nessel, Wolfgang, du wirst, ich werde gewürgt werden von dir. Ich nehme es weg, ja. Das wird eingezogen. Nein, nur übersetzen. Io ti voglio molto bene, ma amo ancora di più i tuoi libri, Wolfgang, e trovo un peccato che questi libri, da questi libri resti escluso il pubblico italofono, quindi mi auguro veramente e domando se c'è una prospettiva forse che questi libri vengano tradotti in italiano. Ganz kurze Antwort, an mir soll es nicht liegen, das ist ein Problem der Verleger, und ich hoffe, dass es funktioniert. Purtroppo, molto semplicemente, questo non dipende da me, questa è una scelta dell'editore, e speriamo che vada a buon fine.
Aber es ist, wie gesagt, ich arbeite zurzeit auch an einer Romantrilogie über einen venezianischen Inspettore. Venedig auch meine zweite Heimat neben Dresd. Ich sage nicht, dass Dresd die dritte ist, sondern meine erste Heimat ist Wien. Und die zweiten Heimaten, Plural, ist Venedig und Dresd. Und ich habe jetzt da schon eine Kurzgeschichte, eine Kriminalkurzgeschichte veröffentlicht. Und warum ich das sage, vielleicht schaffen wir es dann international dann mit diesen Büchern auch in andere Sprachen übersetzt zu werden. Un altro progetto è la trilogia su Venezia, Venezia è la mia, una delle due mie seconde patrie, la mia prima patria è Vienna e le due seconde sono Trieste e Venezia. Ecco, quindi adesso sto scrivendo un giallo su, ambientato a Venezia, e anche questo speriamo che abbia un'apertura in senso internazionale. Yeah.